Vinci. Das letzte Stadtligaspiel ist hinter uns. In den letzten zwei Stadtligaspielen hat die Mannschaft jetzt jeweils Rückstände umgedreht und in Erfolge verwandelt, jeweils 4 Tore geschossen. Mit dem heutigen Erfolg ist man auch die beste Heimelf definitiv. Was gibt es hier eigentlich noch zu sagen? Wir haben jetzt neunmal am Stück gewonnen, da geht nicht viel drüber. Wer mich kennt, weiß, dass mir die 3 Gegentore ärgern, weil der das Match gesehen hat, hat gesehen, dass wir da überlegen waren, dass wir Torschance um Torschance herausgespielt haben. Der Gegner aus nichts 3 Tore gemacht hat, wir 5, 6, 7, 8 machen hätten können. Ich gebe halt nie Ruhe, da schreien sogar die Zuschauer ein. Aber es ist halt so, es wird dann trotzdem noch einmal eng, aber wenn jeder sagt, ist egal, hat man eh gesehen. Aber ich bin überglücklich in Wahrheit. Also neunmal am Stück gewinnen, jetzt mit 13 Punkte Vorsprung Meister. Mit dieser Mannschaft, jetzt ist der Simon Hovig auch in Urlaub gefallen, der hat uns alles Gute gewünscht. Also er vertraut uns auch, dass wir ohne ihm spielen. Wildbrat ist nicht mehr da. Also was will ich noch sagen? Jetzt haben wir schon 98er dazu genommen. Also viel besser geht's nicht. Ja, Stichwort dazu nehmen. Die ersten Namen tauchen bereits in der Presse auf. Also Rares, Giorea von Ostmann soll schon fix sein. Kann man schon ein paar Namen sagen? Ja, wir müssen uns selber festlegen und finden. Ich habe den Kascha vom Donnerfeld geholt, soweit es mit dem Verein klappt. Wir sind einig, der Kyrian ist da, von Austria Amateure ist der Kogelbauer Benji da, ein sehr schneller Stürmer, der unserem Spiel sehr gut tut, weil wir oft tief spielen und schnelle Spieler forcieren. Ich werde den eigenen Nachwuchs wie immer dazu nehmen und werde es auch untermauern, aber nur am Anfang müssen wir schauen, dass wir in der Liga ankommen, dass wir Punkte machen. Wenn wir am Anfang gleich Stück um Stück verlieren, dann sind wir von Anfang an also zum Abstieg verurteilt. Das wissen alle, die im Fußball tätig sind. Alle wissen, dass wir das geringste Budget haben, obwohl alle drüber lachen oder schmunzeln, aber es ist so. Mit unserem Budget in der Regionalliga ist halt natürlich ein Himmelfahrtskommando. Aber ich traue meiner Mannschaft sehr vieles zu. Wir werden unseren Spielstil ein wenig ändern und hoffen, dass wir das trotzdem schaffen. Wird es Spieler geben, die jetzt abgesehen von Philipp Wildbrat, der einmal langfristig ausfällt und hoffentlich zurückkommt, dem Verein in der nächsten Saison nicht zur Verfügung stehen? Nein, das einzige, der André Hofer, der diszipliniert wurde und entfernt wurde aus dem Kader. Ansonsten bleiben wir alle beieinander. Wir wollen auch in die Chance geben, nicht nur, wenn wir kein Geld haben oder nicht genug Geld für die Rostliga haben, sondern auch, weil sie es alle verdient haben, weil wir überragend gespielt haben, nehmen wir alle mit und wir werden im Winter korrigieren, falls was zu korrigieren ist. Gut, dann kann ich nur sagen, wann geht's los? Los geht's. Ich habe jetzt 2 Tage noch mehr freigegeben. Wir erweitern das. Wir fangen am 1. Juli an und haben dann eh nur 4,5 Wochen Vorbereitung. Aber nur 2 Wochen frei eigentlich. Also ist eh sehr bescheiden. Dann kann man sagen, ich wünsche euch alles Gute und ein gutes Ankommen in der Austria. Dankeschön. Christoph Ochraner, seit der U10 beim FC Stadlau, das sind jetzt mittlerweile ungefähr 8 Jahre. Und heute, ich schwenke mal kurz mit der Kamera, ein erster Karrierehöhepunkt. Man sieht diese bunte Schleife am linken Oberarm. Was bedeutet das für dich heute, dieser Tag? Also sehr, sehr, sehr stolz, dass das vor allem so früh schon passiert ist. Und also in Stadlau war ich in jeder U bis jetzt der Kapitän und immer so eine Leitfigur. Und dass ich heute Stadlau, also die Kampfmannschaft ans Feld führen durfte, war ein super Gefühl. Und wir waren, ja, tolles Gefühl auf jeden Fall. Ja. Und zu deiner eigenen Rolle, du warst jetzt im Frühjahr Stammspieler, alle Spiele durchgespielt, glaube ich sogar, wenn ich mich nicht irre. Und in der Innenverteidigung oft ein Turm in der Schlacht, offensiv auch sehr gefährlich geworden, gemeinsam mit dem Reini Truner, der ja auch sehr gut mit nach vorne geht bei Standards. Glaubst du, dass das in der nächsten Saison mehr Ochraner-Tore geben wird? Ja, ich hoffe. Es wird eine schwierige Vorbereitung. Es werden sicher 3-4 Leute dazustoßen, sicher auch hinten. Und ich werde mich voll reinhauen. Körperlich muss ich sicher noch ein bisschen zulegen und daran werde ich arbeiten und dann hoffe ich, dass ich offensiv noch stärker werde und dann auch einige Tore erzielen kann. Und dazu, Christoph, alles Gute. Danke.